Ja, da bin ich wieder und wir machen weiter mit, ja, mit wem machen wir mal weiter? Ich glaube, das Schaf braucht unsere Aufmerksamkeit. Es bellt vor sich hin und mal schauen, was wir da tun können. Vielleicht, machen wir mal eine Traumanalyse. Ein etwas spezieller Mond oder eine spezielle Sonne, man kann es nicht ganz einordnen. In einer Wüste. Am Himmel sind Vögel, vermutlich Geier oder Raben. Und aus welchem Grund auch immer ist der Traum abgebrochen. Aber ich denke mal, ja, vielleicht bringt das Triggern was, das habe ich bisher noch nirgends gesehen, außer hier beim Schaf und irgendetwas scheint zu geschehen. Ja, ich bin der Meinung, dass vielleicht teilweise bringt es etwas, wenn etwas nicht durchgestrichen wird, nachdem man es angeklickt hat und einfach nochmals anklickt. Das ist nicht immer so, aber glaube ich. Ich weiß nicht, so genau habe ich das Spiel nicht analysiert. Aber ich bin ein bisschen ein Fan von der Traumanalyse hier bei diesem Spiel und ja, mal schauen. Naja, es ist wieder das gleiche Video. Verhältnismäßig kurz. Vielleicht bringt ein therapeutisches Gespräch etwas. Irgendetwas, eine Reaktion scheint es hier zu geben. Groß was passiert ist nicht wirklich. Naja, mal schauen. Medizinische Untersuchung bringt, glaube ich, auch nichts. Ich meine mich zu erinnern, dass die Traumanalyse das Richtige. Oh. Ziemlich starkes Asthma, muss ich sagen. Also sehr schlimmer Fall von Asthma. Also wirklich. Also vielleicht nochmals die Traumaanalyse. Ich hoffe, dass nicht noch ein drittes Mal das gleiche Video kommt. Mal schauen. Ich erinnere mich an was anderes, als dass da immer nur das gleiche kam bei der Traumaanalyse. Mal schauen. Wieder die Sonne, also es sieht nicht allzu gut aus, als dass wir Fortschritte machen. Immer noch die Wüste. Ah, tja. Okay, gut, Fortschritt. Wir sehen einen Wald. Das ist mal besser als immer nur das Gleiche. Ein Wald. Und auch Lilo, den wir gerade geheilt haben, mit einer
Socke über dem Mund, das ist interessant. Das war bei Lilo doch gar nicht so. Oder könnt ihr euch daran erinnern? Nee. Das Schaf, wie heißt es eigentlich? Ist, oh, oha. Ist in den Wald gegangen und wurde dann von einer Zunge, von einer nassen Zunge abgeschleckt. Das Schaf heißt Dolly. Muss ich jetzt mal schauen, dass ich nicht mehr immer nur vom Schaf rede. Für etwas haben die Patienten ja auch Namen. Naja, die. Die Traumanalyse können wir nicht mehr auswählen, aber was könnte jetzt was bringen? Vielleicht, es scheint sich denn. Scheint was mit dem Ohr oder dem Kopf zu haben. Ja, hier könnten wir den Patienten kaufen. Hier könnten wir Hilfe holen. Vielleicht bringt die. Naja. Vielleicht bringt die Aggressionsbewältigung etwas, denn irgendwas scheint da Aggression vorhanden zu sein. Lass deine Aggression gegenüber Kindern, habe ich gesagt, aus. Naja. Mal schauen. Mal schauen, das Schaf. Nee. Dolly, das Schaf. Die Aggressionsbewältigung scheint nichts zu bringen. Vielleicht etwas aufmunterndes Motivationstraining. Vielleicht. Power Motivation. Lektion 1. In jedem von uns schlummert eine verborgene Kraft. Nur wenn wir tief in uns hineinfühlen, können wir mit dieser Quelle in Kontakt treten. Stellen wir es sie uns als Powertier vor. Wir begegnen jetzt diesem noch unbekannten Wesen in uns. Ja, so wäre das nicht gedacht gewesen. Naja. Aber es ist auch ziemlich ungeschickt gewählt, diese Motivationskassette. Aber mehr dazu später. Medikamentöse Behandlung finde ich nicht so toll. Man kriegt zwar teilweise witzige Animationen angezeigt, aber ich bin eigentlich nicht so der Fan von Medikamenten. Nehmen wir doch mal die Beschäftigungstherapie. Ja, strick uns was oder ja, ja, irgendwas machen einfach. Außer Selbstzerstörung wäre eigentlich nicht gedacht. Das ist aber nicht so toll. Wieso willst du dich erstechen? Oder was? Naja. Was könnten wir noch tun? Ein therapeutisches Gespräch vielleicht, man weiß ja nie. Ein Spiegel. Was siehst du im Spiegel? Du siehst doch dich, oder? Oh, okay, er scheint. Dolly scheint. Dolly scheint irgendwas gegen sich selbst zu haben. Nicht so schön. Ein Emo-Schaf? Naja. Aber wir sind, glaube ich, einen Schritt weiter.
Vielleicht jetzt Aggressionsbewältigung? Tja. Immer noch nicht so wie gewünscht. Wir machen Rückschritte, okay. Was war es, was uns geholfen hat? Das therapeutische Gespräch? Ich glaube ja. Nee, oder doch? Ich weiß nicht mehr. War der Spiegel beim therapeutischen Gespräch? Ah, okay, wir mussten Rückschritte machen, denn jetzt haben wir einen anderen Spiegel. Und das Schaf sieht einen Wolf im Spiegel. Das ist zwar nett, ich finde Wölfe. Ist Wölfe die Mehrzahl von Wolf? Naja, ich finde das interessante Tiere, aber für ein Schaf, wenn ein Schaf in einen Spiegel schaut, ein Wolf zu sehen, das ist eigenartig. Naja, nochmals, was sollten wir die Aggressionsbewältigung vielleicht doch nochmals? Ja, man darf auf dieses Durchgestrichene nicht immer sich verlassen. Wie schon erwähnt, war ich da bei Lilo ziemlich stecken geblieben, aber hier scheint das nicht der Fall zu sein. Wir sind nochmals zurück, also therapeutisches Gespräch, wie immer. Ab jetzt in diesem Screen immer das therapeutische Gespräch, da kommt man weiter, hoffentlich. Vielleicht kommt man auch immer wieder zurück. Ich kann mich nicht mehr ganz so daran erinnern. Was war denn jetzt hier die Lösung? Was haben wir jetzt für Auswahlmöglichkeiten? Vielleicht die Maltherapie. Die ist so weit unten, die übersieht man leicht. Mal uns doch irgendwas, auf das du dich freust oder so, mit Blau von mir aus, aber muss nicht unbedingt blau sein, aber du hast ja jetzt Blau auf dem Pinsel, aber naja. Ist was nicht gut? Was gibt es Blaues, das so Aggressionen hervorruft? Ja, wir werden es bald sehen. Oder auch nicht. Naja. Nochmals ein therapeutisches Gespräch. Ja, hier muss man jetzt ein bisschen, kommt man immer wieder zurück und wieder vor und zurück und vor. Das ist so. Bei diesem Schaf braucht es, glaube ich, Rückschritte, damit es Fortschritte gibt. Und mal schauen. Ob Schauen, Dolly geheilt werden kann. Vielleicht jetzt eine Beschäftigungstherapie. Ich weiß nicht mehr ganz, was hier die Lösung war, aber ich glaube, ist das so eine gute Idee, mit diesen spitzen Gegenständen zu hantieren? Ah, okay, gut, ja. Das Schaf sucht Sicherheit und scheint Sicherheit in einem
Mundschutz zu finden. Sowas wie ein Maulkorb vielleicht. Wir sind jetzt bei Nummer 4. Was sollen wir hier machen? Vielleicht die Traumanalyse? Naja, mal schauen. Nein, ich bring den Witz mit Schauen nicht mehr. Im Wald. Ein Zungenjojo? Okay. Ein Lilo und irgendwelche Fäden, die sich laufend verändern, und jetzt kommen wir auf eine Lichtung. Und da ist ein Knochen. Paralyse. Huch. Okay. Da ist ein Wolf im Schaf. Ein Wolf im Schafspelz. Ich glaube, hier wäre ein Betäubungsmittel recht angebracht. Oder ein Beruhigungsmittel. So irgendwas in der Art. Vor allem für den Wolf, damit das Schaf sich in Sicherheit wiegen kann. Gut, der Wolf schläft. Jetzt können wir wieder mit dem Schaf, ja, wo Wolf und Schaf miteinander schlafen. Ist doch die Welt perfekt. Oder auch nicht. Naja. Der Wolf ist wieder gut weggeschlossen. Und wir sind jetzt wieder bei 3b, aber dieses Mal. Was machen wir hier? Vielleicht doch wieder mal Aggressionsbewältigung. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber das Schaf scheint vor allem wegen dem Wolf ziemlich viele Aggressionen zu haben. Aber ich bin da... Okay, das... Mensch, ist das ein doofes Lachen. Ja, scheint wirklich Aggressionen gehabt zu haben. Aber eben, ich mache da nur wilde Vermutungen. Ich habe da keine Ahnung. Es ist ja außerdem nur ein Spiel. Naja, mal schauen. Ja, wir schauen mal, ob wir vielleicht eine Maltherapie machen können. Er malt mit blauer Farbe. Oder sie? Dolly? Dolly klingt mehr nach einer Sie. Es. Das Schaf malt mit blauer Farbe und transparente Striche. Gut. Ja. In einer grünen Wiese. Gut. Das muss man erstmal können. Ja. Eine grüne Wiese. Tja. Machen wir doch, ja, Motivationstraining. Das ist immer witzig anzuhören. Mal schauen. Oder hören.
Power Motivating. Lektion 2. Der sichere Ort. Wir stellen uns den sicheren Ort als Burg in unserem Innersten vor. Hierhin können wir uns zurückziehen, denn kein anderer hat hier Zutritt. Um diese Festung immer erreichen zu können, fertigen wir uns einen magischen Schlüssel. Die Socke, den Mundschutz und den Ortschlüssel weihen wir nun mit einem mächtigen Zauber. Ich habe den Anfang des Satzes nicht bekommen. Ja, jetzt ist uns der absolute Schutz jederzeit sicher unzugänglich. Naja, ich habe den Anfang des Satzes da nicht irgendwie verpasst und Naja, wir sind jetzt in 4b. Dolly hat wieder den Mundschutz, den Maulkorb für den Wolf auf und ist jetzt ganz sicher. Und wenn Dolly sich so sicher fühlt, können wir es doch mal mit dem Knochen triggern. Ich hoffe, ich erinnere mich richtig. Oh. Ja, mal eine neue Reaktion. Oh, der Wolf, der will scheinbar den Knochen haben. Oh. Jetzt hat der Wolf irgendwie den Schutz genommen. Vielleicht sollten wir einen neuen Schutz machen mit der Beschäftigungstherapie. Okay, vielleicht auch besser was ein therapeutisches Gespräch. Nein, es macht Rückschritte. Ich hätte vielleicht ein bisschen länger warten sollen. Ein therapeutisches Gespräch. Aber wir sind schon weit gekommen. Ja, jetzt sieht es dann wieder den Wolf. Genau. Dann können wir die Beschäftigungstherapie machen. Es wäre wirklich praktisch, hier die Zwischenszenen überspringen zu können, wenn nichts Neues kommt. Beschäftigungstherapie, genau. Aber ansonsten finde ich das Spiel recht witzig gemacht. Also witzig, ja, teilweise witzig, sonst einfach gut gemacht. Jetzt ist hier was Neues. Es holt sich das bisherige, muss ja nicht die Arbeit doppelt machen, oder? Und vielleicht machen wir mal eine Traumanalyse. Das Schaf trifft im Traum auf den Wolf, auf der Lichtung. Der Wolf tritt auf einen Knochen, findet Gefallen am Knochen und verschwindet. Das Schaf geht hinterher über eine schöne Blumenwiese. Der Wolf lässt das Schaf in Ruhe. Das Schaf hat ja auch die Socke auf, aber es versucht mal, ob der Wolf es auch in Ruhe lässt ohne die Socke. Und jetzt kommt ein Hund, das ihn das Schaf abschleckt. Dolly wurde scheinbar als Hundespielzeug verwendet. War in der im Maul eines Hundes, musste spitze Zähne aushalten. Tja, wie das Stofftierleben doch
so un, wie sagt man, ungerecht ist, naja. Was versuchen wir? Irgendwann muss das Triggern mal klappen. Das Schaf weiß jetzt, was es mit dem Knochen auf sich hat und kann das. Oh. Das Schaf weiß, dass der Wolf die Knochen will und nicht das Schaf. Kann sich gegen den Wolf jetzt zur Wehr setzen irgendwie und ja, ist scheinbar stärker. Kontakt mit einem Hunden ist auch nicht mehr so schlimm, denn das Schaf weiß, es hat einen Wolf in sich und weiß sich zu wehren. Ein Maulkorb für den Hund. Jetzt ist der Hund ganz niedlich. Eine super Symbiose zwischen Wolf und Schaf. Tja, wir haben den zweiten Patienten. Wir haben Dolly von dem Trauma befreit. Und es verlässt die Anstalt.